Wachstum der Bakterien nachvollziehen zu können, haben wir die Möglichkeit, sie zu besiegen. Wir befinden uns seit Anbeginn der Geschichte in einem ewigen Kampf. 1854, London. Die größte Stadt der industriellen Welt, geschätzte 2,5 Millionen Einwohner. Ein Drittel davon lebt im Elendsviertel. Bis zu 8 Personen in einem Zimmer und 40 in einem Haus. Selbst die Situation im indischen Mumbai heutzutage kommt diesem Zustand nicht nahe. Wie damals fortschrittlichste Großstadt in der Welt war letztendlich eine einzige große Kloakzone. Broad Street Nummer 40. Das erste Opfer. Sir Louis' 5 Monate alte Tochter stirbt an der Cholera. Vibrio Cholerae. Die Bakterien führen alle Paminiden in eine Zellteilung durch. Sie greifen den Magen und die Gedärme an und können einen gesunden Erwachsenen innerhalb von Stunden töten. London hat nach nur 3 Tagen 127 Tote zu beklagen. Niemand kennt die Ursache für die Krankheit. Und es gibt kein Heilmittel. Ein Mann will sie aufhalten. Der Arzt John Snow. Als Sohn eines Kohlearbeiters kennt er sich mit dem Elend der Stadt aus. Der Wissenschaftler verfügt über die kombinatorischen Fähigkeiten des Detektivs. Er begibt sich in das Zentrum des Ausbruchs und riskiert sein Leben, um die Krankheitsquelle zu finden. Jahrelang blieb die Krankheit auf Indien beschränkt. Doch dank der Züge und Schiffe können Menschen in weitere Entfernungen zurückkehren.